Und die neue Nummer 1 in Deutschland, Modern Talking mit Brother Louis. Hallo Dieter. Jetzt haben wir hier zwei Preise für euch vorbereitet. Einen für dich und einen für Thomas. Wo ist Thomas denn abgeblieben? Ja, Thomas liegt wie viele Deutsche momentan leider im Bett und hat die große Grippe und so. Und ich möchte auf diesem Wege Thomas und den anderen vielen Kranken alles Gute wünschen, gute Besserung. Und hoffe mir auf, dass Thomas nächste Woche wieder gesund ist, ne? Damit ich ihm dieses Ding hier geben kann. Und ich weiß, dass Thomas und ich, also wir freuen uns wirklich tierisch drauf. Keine Gruppe hat es jemals vorher geschafft, also viermal Nummer 1 hintereinander zu werden. Und das ist irgendwie ein toller Rekord und Rekorde lieben wir. Das kann ich mir gut vorstellen. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle und gute Besserung an Thomas, Nora, schönen Wadenwickel machen und so. Es ist aber nicht so, dass Thomas nicht mit mir vor einer Kamera wollte, oder? Nein, bestimmt nicht. Also was soll er gegen dich haben? Ich meine, du bist ja so nett und so. Ich habe dir gerade Rosen mitgebracht. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich habe mir 9 rote Rosen mitgebracht für meine 9. Sendung. Kann ich auch ein bisschen angeben, wenn du mal bist. Jetzt müssen wir auch das Video sehen. Modern Talking und Brother Louis. Dieter, ihr habt mit Brother Louis die vorhergehende Nummer 1, nämlich Falco und Genie, verdrängt. Was hältst du eigentlich von dem Lied Genie? Du weißt, dass es ein Riesentheater gegeben hat. Deswegen, was hältst du persönlich davon? Tja, also ich meine, die Nummer finde ich rein von mir. Ich bin ja Musiker. Mhm. Und ich mache mir da so, in erster Linie schreibe ich auch immer Melodien. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich finde einfach die Melodie, die der Falco gemacht hat, super. Und Falco ist wie ich Wassermann und ein Wassermann kratzt dem anderen kein Auge aus. Ich finde Falco sowieso toll. Das finde ich richtig. Ich habe eben vorher nämlich noch extra gesagt, eine ganz ehrliche Antwort. Und die hat der Dieter gegeben. Finde ich super. Das Zweite, was ich noch wissen wollte, weil das passt so schön ins Programm. Und wenn wir schon mal mit einem Musiker reden, was hältst du von Prince? Ja, Prince, also das ist Groove für die Hölle. Ne? Und finde eine super Nummer. Außerdem, der Sound ist eben total anders als Modern Talking. Und deshalb finde ich das toll. Na, Prince haben wir nämlich jetzt. Vorhin habe ich euch die Nase lang gemacht auf unsere ungekürzten Video. Prince ist das erste mit Kiss. Und ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Bleibst du noch einen Augenblick Video Vielen gucken? Vielen Dank, klar. Okay.